So, hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von Japan 2020, der BR1-Saison 2020. Wir befinden uns in Suzuka, wie auch schon die letzten Jahre war das hier der Austragungsort des Japan Grand Prix. Eine wunderschöne Strecke, die einzige Rennstrecke in Form einer 8. Und ja, ich würde sagen, wir gehen das Qualifying durch, denn es hat sich einiges getan. Im Vergleich zum letzten Rennen, was vor 4 Wochen war, es gab eine kleine Pause, eine kleine Sommerpause, die wurde etwas vorgezogen. Das nächste Rennen ist dann in 2 oder 3 Wochen in Polen. Das ist dann das Premierenrennen in Posen auf der Rennstrecke. Das heißt, wir fahren auf einer komplett neuen Rennstrecke. Das ist der erste große Preis von Polen und da werden wir mal sehen, wer da vorne ist. Hier auf jeden Fall haben wir eine Doppelpole für Ferrari. René Beyer vor Sebastian Müller auf Platz 3, Dustin Rolko, nur auf Position 4, Noah Beghoui, in einem komplett schwarzen Beghoui Racing, weil man eben auch ein Zeichen gegen Rassismus setzen möchte. Daher fährt man hier mit einem komplett schwarzen Auto. Yannis Wollborn startet von Position 5, also Audi mit starkem Qualifying auf der 6, Julian Rehberger, 7. Steve Schulz im 2. Peugeot Racing, Niklas Scherers im BMW auf der 8, Simon Ratzenberger 9. und 10. Mika Koskin. Die restliche Starterstellung sieht so aus: Wir haben Mehling auf der 11, dann Desinov, Van de Maas, Nathaniel, Meyer, Satria, Norris, Navazzi, Thompson und ganz am Ende Gut, der nächstes Jahr halt noch sein Cockpit behalten darf bei Alfa Romeo. Und ich würde sagen, das Rennen kann losgehen. Die Ampeln gehen an. Japan 2020 und Abfahrt. Beghoui mit einem richtig schlechten Start hier, verliert er schon seinen Platz gegen seinen Teamkollegen. Beyer bleibt vorne, Rolko ist Zweiter. Wollborn hier auf Position 4 hinter Müller. Beghoui auf Platz 5 vorm Teamkollegen. Das war richtig eng, da gab es noch eine Kollision. Jetzt ist Schulz, nein, Schulz ist noch nicht vorbei. Wie sieht es hinten aus? Hinten ist es eng. Das sind Navazzi und Satria. Gut, immer noch Letzter. Beyer mit Quersteher. Und auch Schulz da hinten. Während Rolko hier hinter Beyer liegt. Und dicht dran ist. Das ist der zweite Audi. Was eine erste Runde hier. Achtung, Rolko gegen Beyer. Das ist. Beide Ferraris kommen da schlecht raus. Wollborn schnappt beide Ferraris. Doppelführung für Audi. Und so geht die erste Runde zu Ende. Da hinten im Fight die beiden Peugeot Racings. Schulz und Peugeot. Boah, da macht Peugeot aber hart die Tür zu. Das ist Scherers, der sich gegen Koskin verteidigen muss. Und Beghoui schnappt sich auch hier beide Ferraris. Beghoui jetzt Dritter. Und die beiden Audis sind auch nah beieinander. Wollborn und Rolko. Was machen die jetzt? Die waren in dieser Saison noch nie in einer so komfortablen Situation. Beghoui muss sich hier gegen die Ferraris verteidigen. Und die Ferraris hier side by side durch die Gegnerkurven. Und Schulz dahinter. Meine Güte, ist hier Action. Rolko kann zunächst die Führung behaupten. Beghoui konnte sich jetzt ein bisschen absetzen von den Ferraris. Wollborn gegen Rolko. Das ist. Boah! Beghoui und Müller hier. Die beiden
fighten um die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Und Müller ist vorbei. Müller vorbei an Bejaoui. Und da kommt noch der zweite Ferrari. Wolbon bleibt dicht hinter Rolko. Wolbon noch kein Rennen in der BL1 gewonnen. Das ist Müller, der sich jetzt daneben setzt. Und vorbei geht's. Sebastian Müller jetzt Zweiter. Und Bejaoui versucht's hier auch und geht in der zweiten Kurve vorbei von der Spoon Corner. Jetzt kommt noch René Beier. Der geht in der 130R vorbei. Nee, ist immer noch daneben. Und da muss Bejaoui abkürzen. Scheint aber keinen Vorteil dadurch verschafft zu haben. Oh, das war knapp hier. Und geht hier außen rum vorbei an Rolko. Da war Rolko aber richtig langsam. Müller führt. Bejaoui jetzt Zweiter. Beier Dritter und geht auch am Audi vorbei. Die beiden Audis jetzt auf 4 und 5. Danach Scherras und Schulz. Meine Güte, ist hier viel passiert. Und das ist Norris in Problemen. Das war Timo Nathan hier, der liegt auf Platz 18. Eieiei. Und da dreht sich Thompson. Und da kollidiert er mit Nathaniel. Nathaniel kann aber auf der Strecke bleiben. Und bedankt sich, ist jetzt 17. Bejaoui Racing fährt aber auch nur bei diesem Rennen hier mit dieser Lackierung. Also Suzuka ist für die Fahrer von Bejaoui Racing immer etwas Besonderes, deswegen fahren sie ja auch immer mit besonderen Sponsoren oder Lackierungen. Das haben die letzten Jahre auch schon gemacht. Wenn das Sebastian Müller sich vorne absetzen kann. Und da kommt Bejaoui zu weit raus. Muss sich jetzt verteidigen gegen Beier, macht er die Tür zu. Jetzt boah, bremst hier richtig spät. Und bleibt auf Platz 2. Und hier driftet Mehling um die Kurve. Dessen holt Nathaniel hier auch auf Platz 16 auf der Frio Satria. Auch Satria driftet hier um die Kurve. Nathaniel auch. Wir gehen mal in die Heckperspektive. Die beiden hier haben um die WM letztes Jahr noch gekämpft und 2018. Bejaoui hat seinen Spaß bei den Ferraris. Und Beier scheint hier mehr Topspeed zu haben. Zieht aber nicht raus, zieht hier aber innen rein. Und Bejaoui macht in der zweiten Kurve die Tür zu. Müller interessiert das da herzlich wenig. Der kann da abhauen, während die hier hinten fighten. Die Red Bulls sind ziemlich gut unterwegs auf Platz 10 und 11.
Und das ist Rehberger, der sich dreht. Und Rolko im Kies. Der war auch in der aussichtsreichen Position. Das gibt's ja nicht. Der hat so einen starken Anfang gehabt. Vierkampf hier um Platz 5. Niklas Scherras. Vor Schulz, Koskinen. Und das müsste Mehling dahinter sein. Jawohl. Und Mehling geht hier an zwei Leuten vorbei, an Koskin und Scherras. Stark. Da kommen jetzt auch noch die Red Bulls hinten. Die sind immer noch dicht beieinander. René Bayer und Noah Bejoy. Bayer mit einem Drifter um die letzte Gegnerkurve. Und Koskin dreht sich. Und der fährt gut auch noch rein. Boah. Das war richtig knapp da. Und Nathaniel muss da durch die Wiese ausweichen. Nathaniel jetzt 15. Scherras muss sich hier gegen Dessi noch verteidigen. Rookie gegen erfahrenen Piloten. Und Mehling gegen Schulz. Mehling geht vorbei. Und Scherras versucht hier auch an Schulz vorbeizugehen. Na, steckt nochmal zurück. Und das Duell ist natürlich auch spannend. Zwei Weltmeister unter sich. Der Rekordweltmeister gegen den einmaligen Weltmeister. 2018 holte Bayer sich den Titel in Mexiko. Was das letzte Rennen damals war. Das ist auch dieses Jahr wieder so. Und nächstes Jahr voraussichtlich auch. Und es könnte sein, dass nächstes Jahr das erste Jahr sein könnte, wo es keine neuen Strecken gibt. Oh, das war ganz knapp da an dem Curb. Jetzt Bejoy hat er ein leichtes Problem. Muss sich hier verteidigen. Und verteidigt die zweite Position, wenn auch mit harten Bandagen. Wenn Steve Schulz nach wie vor auf Platz 6 liegt. Ich habe gerade den Ton ausgemacht, das wollte ich nicht. Nathaniel wieder dran an Satria. Wieder auf Platz 2. Ja, der Ferrari hat hier offensichtlich mehr Topspeed. Bejoy Racing fährt hier wohl mit mehr Flügel. Und das ist Bayer. Geht da vorbei? Nein.
Dafür ist die Beschleunigung beim VW immer noch besser. Und jetzt... Nein, ich will das nicht. Lass das. Ah, geht doch. So. Entschuldige mich dafür bitte. Das ploppt manchmal auf. So, Bejaoui verteidigt hier seinen zweiten Platz gut. Mehling setzt sich ja ab von Schulz. Nathaniel ist 14. Und Gut ist 17. Ne? Ja. Gut war vorhin noch vor Nathaniel, da war was. Hier geht es um ein Pünktchen. Ratzenberger gegen Meier. Oh, und hier gab es wohl einen Angriff von Bayer. Und da gab es wieder einen Angriff von Bayer. Diesmal steht er zurück. Und Desinov hat ihn gefangen. Desinov hat seinen Vertrag bei Red Bull verlängert. Bis 2021. Also nächstes Jahr sehen wir Desinov auf jeden Fall noch in der BRL1. Auch Nick van der Maas bleibt bei Red Bull. Boah, driften die hier rum. Rolko und Ratzenberger, side by side Richtung Spoon Corner. Und Rolko geht da vorbei. Und Timo Nathaniel nach wie vor auf Platz 14 liegt. Wir gehen mal wieder nach vorne. Bejaoui hat jetzt wieder etwas mehr Abstand von. Oder vor Bayer. Volvon hier relativ einsam unterwegs. Dann kommt hier erst Mehling. Da kommt Schulz und Scherras. Und die Red Bulls sind hier recht nah bei Sam, Ratzenberger und Rolko die zweite. Aber Ratzenberger setzt keinen Stich. Platz 11 geht's hier. Also... mehr oder weniger um gar nichts, aber vorhin ist ja noch Meier. Was ein Driff von Ratzenberger hier. Ja, jetzt hat Bejaoui. Also entweder hat Bayer jetzt abreißen lassen oder Bejaoui wird schneller. Alter. Rolko wieder mit Dreher. Boah, fast hätte er gut mitgenommen. Nathaniel jetzt 13. Nathaniel kommt hier gut nach vorne. Somit ist Ratzenberger jetzt 11. Hinter ihm Rio Satria im Renault, dann Timo Nathaniel im Alpha und Giovanni Navazzi im Haas.
Runde 13. Noch zwei Runden hat Müller zu fahren. Und dann kann er seinen 10. Karrieresieg feiern, wenn er es denn nicht wegschmeißt. Bayer ist wieder nah dran. Und wieder verteidigt Bejaoui auf der Innenbahn. Jetzt holt er von außen aus und behält seinen 2. Platz. Gut, Bejaoui ist ein alter Hase, der weiß, wie das funktioniert. Fünffacher Weltmeister. Und wenn das hier so ausgehen würde, hätte Ferrari die Konstrukteurs-WM wieder. Sprich, sie würden wieder vorne sein. Achtung, Bayer, nein. Und da driftet Bayer um die Kurve. Das hat Zeit gekostet. Das spielt Bejaoui in die Karten. Das heißt, beim nächsten Rennen in Posen, in Polen, muss Bejaoui Racing liefern, wenn sie die Konstrukteurs-WM wieder haben wollen und ihre, ich sag mal, Streak ausbauen wollen. Schließlich hat bis jetzt doch kein anderes Team die Konstrukteurs-WM gewonnen, außer Bejaoui Racing. Und wir sind in der letzten Runde. Wir sind in der letzten Runde. Wir gehen nochmal kurz hier hin zu diesem Duell, aber Bayer scheint nicht nah genug dran zu sein, um einen Stich zu setzen. Nein, Bayer bleibt hinter Bejaoui. Und das war ein leichter Quersteher von Müller, den er aber gut wieder abgefangen hat. Müller hier auf dem Weg zu seinem 10. Karrieresieg. Das könnte sein Jahr werden. Das könnte auch das Jahr von Ferrari werden. Wenn Ferrari dieses Jahr sowohl Fahrer- als auch Konstrukteurs-WM holen würde, dann gäbe es in Maranello eine Riesenfeier. Aber so weit sind wir noch nicht. Es ist erst das 15. Rennen von 21. Es ist noch alles offen. Jetzt nur noch die Schikane. Jetzt nur noch die Kurve und Sebastian Müller gewinnt in Suzuka. Glückwunsch an den Deutschen. Jetzt habe ich wieder einen Ton ausgemacht. Zweiter wird Bejaoui und dritter wird René Bayer. Vierter Janis Wollborn, auch Glückwunsch an ihn, sein bestes Saisonergebnis. Steve Schulz muss sich hier noch verteidigen vor Scherras. Es geht hier um Platz 5. Doch diese 10 Punkte reicht leider auch nicht aus. Ferrari hat die Konstrukteurs-Weltmeisterschaftsführung quasi zurück. Die hatten sie ja schon mal. So, jetzt sind sie über die Linie. Scherras 6. Auf 7 kommt Nico Meyer ins Ziel. 4 Punkte. Halt, 6 Punkte für das Mercedes-Werksteam. 4 Punkte gehen an Red Bull. 2 Punkte gehen an Renault. Und Nathalie schafft es doch ein... Leck. Nathalie schafft es doch, einen Punkt zu holen für das Alfa Romeo Team. Und dieser Mann hier hat seinen 10. Karrieresieg. Und damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann in Polen wieder. Also bis dahin. Ciao.